Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Snakebite oder wie mich meine Freundin nennt, Schlangi, Schlange. Ich bin hier auf dem Kanal Bottich Gang LP und ich let's play für euch Skyrim und zwar fully modded. Doch kommen wir erstmal zur Charakterkreation und ich werde etwas zu den Charakter sagen. Kann sein, dass diese Kreation jetzt hier ein bisschen schneller für euch vonstatten geht. In diesem Let's Play werden wir einen Argonier spielen, als Klasse Schamane. Ich finde, das passt persönlich so auch mit der ganzen Drumherummachung, weil sie sehr mit der Natur verbunden sind und vor allen Dingen auch von magischen Fähigkeiten her sehr, sehr gut gebildet sind. Unser Charakter hier kommt aus der Schwarzmarsch, wurde dort geboren, in einer kleinen tiefen Waldhöhle, weit entfernt von den Dörfern der heimischen Argonier. Er kam dadurch sehr, sehr schnell in Berührung mit der Natur. Seine Mutter, Koburiko Smia, war auch eine Schamanin. Man nannte sie die Meisterin der Blitze. Doch unser Charakter war nicht gerade sehr alt, als seine Familie von den Hist angegriffen wurde. Die Hist sind ein Waldvolk. Man kann sie eher als große, baumartige Wesen bezeichnen. Wurden von den Göttern gesegnet. Sie streifen durch die Schwarzmarsch und greifen alles an, was ihnen in den Weg kommt. Seine Familie wurde komplett niedergestreckt und er war der Einzige, der entkommen konnte. Ein argonischer Pilger von Zenitha nahm ihn auf und nahm ihn mit. Somit wuchs unser Held langsam bei ihm heran. Unter ihm lernte er die Kunst der Wiederherstellungsmagie, auch besser bekannt als Heilungskunst. Als sie beide nach Morrowind pilgerten, ging es den alten Argonier nicht mehr so gut und er starb an Altersschwäche. Von diesem Punkt an war unser Held ungefähr, sage ich mal, so 12, 13. Also er war auf jeden Fall noch ein Kind, doch er musste sich nun alleine durchschlagen. Er wurde von den Telvanni in Morrowind aufgenommen und dort wurde ihm die Alchemie gelehrt. Eine uralte Kunst, wo man Kräuter miteinander vermischt, daraus Tränke erhält und etwaige Vorteile erhalten kann in jeder möglichen Situation. Als er dann schließlich 17 Jahre alt war, entschied sich unser Held, in die große weite Welt zu reisen. Er kommt per Schiff nach Himmelsrand, doch wie er nun ankommt, das weiß keiner, denn momentan ist er noch in der Kabine. Ein paar Eigenschaften, unser Held ist energisch, tollpatschig, mutig und lebensmüde. Er rennt gerne mal in Gefahren rein und geht dann aber auch sofort die Sache an und versucht zu überleben, hat einen starken Lebenswillen, hat keine Angst vor irgendetwas. Er sucht immer einen guten Ausweg, den besten Ausweg, den einfachsten Ausweg. Jedoch gerät er leider durch seine Tollpatschigkeit oft in Probleme. Sei es bei einem Diebstahl, dass etwas runterfällt und es laut wird, er wird erwischt. Oder sonstiges. Er haut daneben, er springt vorbei. Unser Held hier ist trotzdem einer der wichtigsten, die er in der Rolle von Himmelsrand spielen wird. Sein Name ist Esho Kosmia. So, als nächstes, nachdem wir unsere Rasse bestätigt haben, Leute, müssen wir uns ein Sternzeichen aussuchen. Oder besser gesagt, wie es hier ist, diese Standing Stones, die normalerweise in ganz Himmelsrand rumstehen. Ich klicke mal alle durch und schau mal, was ich dafür Boni erhalte. Weakness to Magic 100% und wir kriegen aber höhere Mana-Regeneration. Hier erhalten wir mehr Magiker, absorbieren 50% der Zauber und regenerieren aber Magiker dafür 50% schwächer. Dieses regeneriert unsere Ausdauer und Leben schneller. Unser Armor Rating, also unsere Rüstung, wird mehr und wir widerstehen Magie. Lord ist zum Beispiel ein guter. Der Lieber, und den werden wir auch nehmen, dass wir die Skills 15% schneller lernen. Alle, denn ich werdet ihr sehen, nämlich was komplett Custom-mäßiges spielen. So, eine Custom Class. Also wir brauchen eine Spezialisation. Ich denke mal, als Schamane, ja, jetzt kann man natürlich sagen, spiele ich jetzt mehr diesen
übelst mystischen, mit Magie verzauberten Schaman. Oder doch er, der mit seiner Nahkampfwaffe in den Kampf geht und die Gegner die Köpfe einschlägt. Deswegen gehen wir auf Combat. Heavy Armor, genau. Block. One-Handed Smithing, genau. Choose. Mein favorisierendes Attribut ist Leben. So, Major Skills. Wir können jetzt 6 Major Skills wählen. Und zwar schwere Rüstung. Ganz wichtig, Einhand. So, wir gehen erstmal in die Magie rein, denn da will ich auf jeden Fall 3 haben. Das sind Zerstörung, Wiederherstellung und... Ach ne, das ist bei diesen Stealth Skills dabei, okay. Denn Alchemie will ich noch dabei haben. Als Hauptfähigkeit. Das ist ganz wichtig. Und als zweites sind wir sehr redegewandt. Dadurch, dass wir mit diesem Pilger unterwegs waren. So, das sind jetzt unsere Hauptfähigkeiten, die wir gewählt haben. Wir sind ein Schamane. Unser Name ist Ejoko Smia. Und wir gehen in der nächsten Folge auf Reisen. Macht's gut.